So, dann herzlich willkommen zum Finanztalk Digital. Heute in der Online-Edition, nachdem wir wegen Corona die weiteren geplanten lokalen Termine absagen mussten. So schade ich es finde, dass ich Sie nicht persönlich sehen kann auf der Tour, so sehr freue ich mich, dass wir uns zumindest digital begegnen können und natürlich auch digital den Austausch entsprechend fördern werden. Ich bin Carsten Maybach, Partner bei Finion Capital, einem Small Cap Fonds auf Financial Service fokussiert, und wir investieren dort in kleine, profitable Unternehmen. Heute im Panel geht es aber um digitale Mittelstandsfinanzierung, vorzugsweise um Fremdkapital und wie das alte traditionelle Bankengeschäft mehr und mehr digitalisiert wird und was die Player im Markt dort aktuell sehen. Hierfür haben wir eine ganz illustre Runde versammelt. Stefan Höfer von der Deutschen Börse, Christian Preiser von Markt und Mittelstand, Dominik Böhmer von Aux Money und Dr. Daniel Bartsch von Credit Shelf. Ganz kurz noch zum Organisatorischen. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde dürfen die Teilnehmer natürlich gerne über Fragen und weiter über ihre Geschäftsmodelle sprechen. Wir werden versuchen, den Frontalteil mal auf eine halbe Stunde zu begrenzen. Rechts unten, wenn Sie so rechts unten in Ihren Bildschirm schauen, öffnet sich in Ihrem Control Panel über Questions oder auch Chat, kann beides bedient werden, aber über Questions können Sie Fragen stellen. Die werden dann entsprechend gesammelt, sortiert und damit gestalten wir das Panel für Sie dann auch sehr gerne interaktiv. So, ohne weitere große Umschweife würde ich jetzt einfach in die Runde gehen und bitten, die Teilnehmer sich kurz persönlich beziehungsweise natürlich auch ihr Unternehmen vorzustellen. Gehen wir einfach mal reihum. Ich hoffe, wir sehen das alles gleich hier im Online-Ausschnitt. Fangen wir gerne an mit Stefan Höfer von der Deutschen Börse. Ja, hallo. Vielen Dank, Carsten, für die Einleitung. Stefan Höfer, mein Name. Ich bin im Bereich IPO and Growth Market im Team in Ischitzer Service. Und wir machen sozusagen die Emittentenbetreuung für die Unternehmen, die sich bereits an der Börse finden oder eben auch jene Unternehmen, die an die Börse streben. Die Deutsche Börse hat natürlich ein sehr großes Interesse, auch insbesondere in dem Bereich Fintech, was wir durch verschiedene Initiativen wie den Fintech Hub, Clearstream Initiative und weitere bereits dargelegt haben. Ich bin seit circa 30 Jahren am Kapitalmarkt und vielleicht hat der ein oder andere den Begriff neuer Markt gehört. Und vor Ihnen sitzt jetzt gerade jemand, der ihn damals mitentwickelt hat und auch miterlebt hat. Aus den Erfahrungen möchte ich sagen, kann ich im Augenblick eine ganze Menge schöpfen und freue mich über Fragen, die ich auch gerne mit einem solchen Background, der vielleicht eine Vergleichbarkeit hat mit der derzeitigen Krise, weitergeben. Ich würde jetzt weitergeben an den nächsten meiner Kollegen auf dem Panel. Danke, Stefan. Dann weiter an Christian. Vielen Dank, Carsten. Ich freue mich, dass Stefan quasi nichts mehr erschüttern kann. Wer den neuen Markt so gut überstanden hat, ich glaube, der ist auch für jede Corona-Krise gewappnet. Mein Name ist Christian Preiser. Ich bin Chefredakteur von Markt und Mittelstand. Das ist ein Wirtschaftsmagazin aus dem FAZ-Fachverlag, was monatlich erscheint, sich an insbesondere produzierenden Mittelstand richtet. Und natürlich berichten wir im Markt und Mittelstand auch häufig über Themen und Fragen der Finanzierung. Jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist das natürlich ein besonders aktuelles Thema. Daher freue ich mich und bin sehr gespannt auf die Informationen, die ich von euch Vieren jetzt höre und auch natürlich auf die Fragen unserer Zuhörer und Teilnehmer. Und werde mir erlauben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Frage zu stellen. Vielen Dank, freue mich drauf.
Danke, Christian. Dominik. Ja, vielen Dank, Carsten. Ja, auch von mir ein Hallo an alle Teilnehmer. Mein Name ist Dominik Böhmer. Ich bin Leiter Firmenkunden bei Oxmoney. Der ein oder andere von Ihnen wird Oxmoney aus dem Fernsehen kennen. Wir sind der größte Kreditmarktplatz in Kontinentaleuropa. Uns gibt es seit 2007 und neben Konsumenten, die wir schon seit langem betreuen, betreuen wir seit einiger Zeit auch Firmenkunden und bieten hier ein großes Spektrum an Finanzierungen an, vom klassischen Darlehen über Leasing, Factoring bis hin zu Linien, durchaus auch Einkaufslinien. Wir arbeiten hier mit vielen Finanzierungspartnern zusammen, aus denen wir dann die passenden für unsere Kunden heraussuchen und wo wir dann zusammen mit unseren Kunden Finanzierungen gestalten. Danke, Daniel. Ja, Carsten, danke. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Daniel Bartsch, Gründungspartner und Vorstand von Credit Shelf. Credit Shelf ist Pionier der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Wir sind seit 2015 im Mittelstandsfinanzierungsgeschäft unterwegs, haben seitdem über 200 Millionen Euro an Kredit ausgereicht über unsere Plattform. Ja, freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wir machen ja das Format schon auch eine ganze Weile. Zum ersten Mal heute in digitaler Form. Freut mich sehr. Daniel, wenn ich dann gleich bei den Fragen bei dir anfangen darf. Ich denke immer, wenn ich dich treffe, muss ich drauf achten, dass ich vorher die News gecheckt habe. Ihr macht ja zwischendurch auch mal schnell ein IPO oder ein Rekordergebnis oder irgendwas Neues. Heute Morgen durfte ich lesen, ihr habt einen neuen Debt-Fonds geraced. Kannst du dazu mehr sagen? Ja, richtig. Für uns ist ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Wir haben das First Closing geschafft von unserem Credit Shelf Loan Fund, also ein Direct Lending Fonds, der mit Investitionsmitteln des Europäischen Investitionsfonds auch gespeist wird, der ja unter dem Juncker-Plan auch ein Mandat hat, in Europa die Mittelstandsfinanzierung anzuschieben. Wir sind also sehr, sehr happy darüber, dass der EIF nach einer fast dreijährigen Due Diligence nun also unterschrieben hat und mit an Bord ist. Daneben werden auch die Credit Shelf Gesellschafter einen nennenswerten Teil des Fundings bereitstellen für diesen Fonds. Wir machen jetzt ein First Closing bei 62 Millionen Euro. Der Betrag soll dann noch weiter hochkommen auf bis zu 150 Millionen Euro in weiteren Finanzierungsrunden. Und dieses Geld steht zur Verfügung für mittelständische Unternehmen. Wir haben natürlich im Markt gerade eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Das sieht man auch an unseren Q1-Zahlen. Wir haben das ja auch heute Morgen entsprechend rapportiert. Glaube ich, rekordstarke Kreditnachfrage. Natürlich auch in der aktuellen Situation und für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt, mit diesem Fonds eben jetzt auch permanentes Kapital zur Verfügung zu haben und nicht abhängig davon zu sein, ob ein Investor sozusagen in einer gewissen Marktphase gerade Appetit oder Lust hat, Kreditgeschäft zu zeichnen. Ja, diskretionäres Kapital, wie man es nennt, ja? Ja, ganz genau. Genau, sehr gut, sehr gut. Gut, Dominik, ihr seid ja schon gegenüber Credit Shelf fast ein alter Hase, über 12 Jahre im Markt, auch der digitalen Mittelstandsfinanzierung. Wie schafft man es denn, so lange innovativ zu bleiben und was hat das für Herausforderungen an das Geschäftsmodell? Naja, also die Herausforderung ist natürlich immer am Puls der Zeit zu bleiben. Und das ist genau auch das Thema, was wir im Bereich Firmenkunden gemacht haben. Wir haben, das hatte ich ja eingangs erwähnt, sind gestartet mit Konsumenten und Selbstständigen, die wir betreut haben und haben dann über unsere Selbstständigen in engem Kontakt mit den Kunden natürlich auch Bedarfe gefunden, die wir bisher noch nicht abdecken konnten und haben dann mit unseren Kunden ein breiteres Angebot entwickelt, dahingehend, dass wir gesagt haben, okay, wir können nicht nur anlegerfinanzierte Kredite rausgeben, sondern wir bieten im Prinzip für jetzt auch Firmenkunden ein großes Angebot an Finanzierung, weil eben auch der Bedarf sehr differenziert ist und so sind wir eigentlich durch den Kundenkontakt immer dabei, unser Angebot weiter auszubauen. Okay.
Und was ist denn einfacher, Privatkunden oder Firmenkunden? Kann man das überhaupt so sagen? Ich würde behaupten, die Bedarfe, wenn man jetzt mal von der Kundenseite schaut und schaut, was ist der Bedarf eines Privatkunden und mit welchem Instrument kann ich den bedienen? Was hilft dem Privatkunden? Dann bin ich hier, sage ich mal, mit einem privaten Darlehen und einer privaten Baufinanzierung schon sehr gut bedient und kann schon sehr viel abdecken, zusätzlich zum Dispo-Kredit. In der gewerblichen Finanzierung, ich glaube, das werden unsere Teilnehmer teilen, gibt es einfach eine viel größere Bandbreite an Finanzierungsanlässen. Und da muss man einfach auch überlegen, welches Instrument passt da. Da ist die Instrumentenbandbreite größer. Und jetzt gerade in der Krise sieht man natürlich auch das, was Daniel gerade sagte. Naja, die ein oder andere Bank und der ein oder andere Finanzierer ist deutlich zurückhaltend, was jetzt Finanzierungen in bestimmte Branchen oder in bestimmte Anlässe angeht. Und da muss man dann schon im Zweifelsfall etwas kreativ und erfinderisch sein, um zu schauen, wie man Liquiditätsbedarfe jetzt gerade abdecken kann. Deswegen würde ich sagen, die größere Herausforderung ist sicherlich das Firmenkundengeschäft. Okay. Stefan, du hast ja schön eingeleitet mit Neue Markt, wo wir alle viel Geld verdient haben, wenn wir rechtzeitig ausgestiegen sind. Ich habe da tatsächlich meine Aktienfonds nach Verdopplung, Verdreifachung in Tech-Aktien passend zu 2000 verkauft. Ich weiß nicht warum, aber ich war froh, dass das Geld noch da war. Ja. Was ist denn euer Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen heute? Das ist ja sicher nicht mehr dasselbe wie am deutschen Markt. Das hat sich ja sicher verfeinert. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, das korrekt. Also zu Zeiten des neuen Marktes, muss ich sagen, waren wir ja Pioniere, im Bereich Start-up Finanzierung und haben da eine ganze Menge auch vorgefühlt, wie man damit umgehen kann und auch eben unsere Erfahrungen gesammelt. Und daraus hat sich so eine ganze Menge in der Entwicklung getan, was wir jetzt insbesondere auch für KMU-Unternehmen oder für Start-ups bringen können. Der ganz, ganz wichtige Punkt, den wir gelernt haben, ist, unsere Wertschöpfungskette beginnt nicht erst mit dem Börsengang, sondern schon wesentlich früher. Wir haben im Bereich der vorbörslichen Finanzierungsunterstützung oder Serviceleistung zum Beispiel das Deutsche Börse Venture Network, was explizit als Plattform für vorbörsliche Unternehmen und Investoren gilt. Wir haben in diesem Zusammenhang jetzt mit ganz speziellem Fintech-Bezug den Deutsche Börse Fintech Hub, wo vier Fintech-Startups ihr Unterkunft gefunden haben, wo wir einen Coworking Space haben, wo wir auch verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel mit dem Tech-Quartier in Frankfurt etc. durchführen und so wollen, dass wir da auch eine neue Plattform anbieten können. Wir haben mit DB1 Ventures einen eigenen Fonds, der in seinem Portfolio eine ganze Menge Unternehmen hat, die aus dem Fintech-Bereich sind und diese nicht nur mit Kapital unterstützt, sondern natürlich auch mit Expertise und einem entsprechenden Netzwerk. Und wir haben bei unserer Tochtergesellschaft Clearstream, also insbesondere einen Bereich, der sich mit Innovationen für die Fintech-Branche beschäftigt. Also da kann man schon sehen, dass wir in dem Bereich wirklich sagen, wir orientieren uns schon relativ früh an den Wünschen und an den Anforderungen, die Unternehmen an den Kapitalmarkt haben. Der Kapitalmarkt an sich, wenn man ihn geschafft hat, wie zum Beispiel Credit Shelf, die ja ein Fintech-Pionier waren im Juni 2018 mit ihrem IPO. Da haben wir natürlich auch durch die verschiedenen Segmente versucht abzubilden, welche Investorengruppe in verschiedenen Unternehmensgrößen oder Unternehmensphasen
investiert und durch spezielle Anforderungen dann eben genau das auch dargestellt. Also in der Beziehung haben wir eine ganze Menge zu bieten für Startups, für vorbörsliche Unternehmen. Wir machen jetzt auch Services wie Roadshows, wir halten Webinare ab, wir haben ein Capital Market Partner Netzwerk, was die Unternehmen tatkräftig auch vor dem Börsengang unterstützt. Und wie gesagt, der unser direkter Fuß in die vorbörsliche Startup-Szene ist das Deutsche Börse Venture Network. Und das kann uns auch hoffentlich Aux Money bestätigen. Die sind nämlich ein Mitglied und Credit Chef war vor dem IPO auch Mitglied im Venture Network. Also irgendwie schließt sich da der Kreis und ich glaube, wir sind da auf einem richtigen Weg. Schön, schön. Christian, was ist denn aus deiner Warte die Entwicklung oder der Trend, wie digital siehst du die Mittelstandsfinanzierung heute und wie sie werden kann? Ich glaube, da muss man tatsächlich unterscheiden zwischen den Unternehmen und den Geschäftsmodellen, die ein Unternehmen hat. Hört ihr mich noch? Ja, ein bisschen ruckelig, aber wir haben. Unternehmen hat. Ich glaube, im Moment in der Krise, und das vermute ich, werdet ihr alle viel mehr noch bestätigen können und viel mehr mitbekommen als wir, wenn wir mit den Mittelständlern ja nur sprechen, aber nicht wirklich auch in die Bücher reingehen, ist das Thema Liquidität ein wirklich großes Problem. Das heißt, gerade so im produzierenden Mittelstand, wenn die Lieferketten zusammenbrechen, nichts mehr verkauft, nichts mehr produziert, nichts mehr verkauft werden kann, kommt eben auch keine Kohle rein, aber die Kosten bleiben. Das heißt, das ist sicher ein Thema, was die Unternehmen umtreibt. Und da, und wir hatten ja es eben auch schon von Dominik und Daniel gehört, spielte natürlich dann auch die Frage für Unternehmen eine große Rolle, wie komme ich denn an Geld? Und für manche sind dann die Staatshilfen, die ja mit relativ viel Pomp propagiert werden, keine echte Hilfe. Ja, sondern da hören wir jedenfalls immer wieder in der Redaktion das Thema Private Debt. Etwas, was zukunftsgerichteter sein könnte und jedenfalls, was möglicherweise durch die Krise jetzt auch eine Beschleunigung und höhere Attraktivität erfährt. Ich weiß nicht, ob du, Daniel, oder du, Dominik, dazu etwas sagen könnt, ob ihr das auch schon feststellt oder ob im Moment eigentlich die Unsicherheit auf Seiten der Unternehmen noch so groß ist, dass die tatsächlich nicht wissen, auf welches Gleis sollen wir denn setzen, sollen wir mit der Hausbank arbeiten oder direkt an Fintech. Also ich glaube, ein guter Punkt, Christian, ich glaube, was wir tatsächlich momentan hören, auch von unseren Kunden direkt aus dem Markt, ist, ja, es herrscht aktuell eine große Unsicherheit. Das betrifft insbesondere auch die jetzt von der Politik groß angekündigten Hilfsprogramme und auch die Darlehensprogramme bezüglich KfW. Da war in den letzten Wochen oft das Feedback, was wir gehört haben, das Geld kommt noch nicht an. Also vieles steckt da noch in der Hausbank-Abwicklungspipeline gewissermaßen. Und der Gesetzgeber hat ja dann auch reagiert mit dem 100%-Produkt, um da jetzt mal ganz schnell Abhilfe zu schaffen. Diese Gelder fangen jetzt gerade erst an, langsam in den Mittelstand zu kommen. Und bei vielen Kunden herrscht trotz alledem noch Unsicherheit. Wir haben anekdotischerweise auch gehört, dass die Banken, am Anfang war es wohl so, dass natürlich einige sich nicht getraut haben, auch mit 80% oder 90% Risikounterlegung überhaupt was zu machen, vor dem Hintergrund einfach einer kurzfristigen, ganz schweren Einschätzbarkeit der Situation. Jetzt hören wir manchmal, das neue 100%-Produkt ist gar nicht so attraktiv für die Hausbank, sprich sie hat viel Arbeit damit, manuell, analog, und kriegt dann am Ende ein paar Basispunkte Handling-Fee. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es kommt einem Geschäftsmodell, wie wir es haben, tatsächlich entgegen die Situation, weil die Unternehmen merken und spüren jetzt, in so einer Situation wie jetzt, Cash is King, aber auch eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis ist wichtig. Also sprich, nicht nur alles auf einen,
auf ein Element abzustützen, die Hausbank, sondern auch wirklich zu schauen, was gibt es im Markt, was macht selektiv Sinn, mit dabei zu haben, auch eine Geschäftsbeziehung aufzubauen. Ich meine, das ist auch in unserem Fall wichtig. Wir begleiten jetzt Kunden bereits schon, also unsere frühen Kunden bereits schon 4 oder 5 Jahre. Natürlich lernt man sich im Laufe so einer Beziehung auch besser kennen und kann dann auch in solchen Situationen noch viel zielgerichteter unterstützen. Und deswegen, glaube ich, merken die Unternehmen das aktuell, Verbreiterung der Finanzierungsbeziehungen. Und grundsätzlich ist natürlich dann eben so ein privater Kanal auch wirklich was sinnvoll sein kann, weil er eben einen alternativen Baustein darstellt, den die Hausbanken dann vielleicht auch in so einer Situation auch einfach nicht, tatsächlich nicht so schnell auf die Beine kriegen. Ja. Ich sehe das ähnlich. Unsere Erfahrung ist auch, dass wir natürlich weiterhin auch mit Banken Finanzierung auf die Beine stellen, aber dass die Banken natürlich deutlich selektiver sind. Zum einen sind sie natürlich auch überrannt von KfW-Anfragen und müssen sich darum kümmern. Zum anderen machen die aber auch risikotechnisch natürlich schneller zu, weil sie auch nicht genau einschätzen können, wie sich das weiterentwickelt. Unsere Erfahrung an der Stelle ist schon, dass jetzt gerade die Stunde auch von privaten Investoren und beispielsweise auch Private Debt Instrumenten wie Daniel und CreditShelf das anbieten, dass die wichtig sind, weil das sind im Zweifelsfall auch Instrumente, die schon, die sind einfach sehr digital aufgestellt, die können auch schon sehr gut Daten analysieren und schnell schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Und dieses Angebot ist auch deutlich konstanter, als es das ist, was wir bei Banken sehen. Da ich im Moment für Unternehmer ist es einfach schwierig oder schwerer geworden, den passenden Finanzierer zu finden, da ist Private Debt auf jeden Fall eine Alternative, die im Moment sehr stark an Bedeutung gewinnt. Man muss sich einfach die Situation des Unternehmens genauer anschauen und muss anschauen, aus welcher Konstellation heraus kann man denn tatsächlich hier für die Liquidität noch was tun und Liquiditätsspielraum schaffen. Nicht nur jetzt, sondern auch wenn wir, sage ich mal, die ersten Lockerungen des Shutdowns ja jetzt vor Augen haben, damit ist die Krise für Unternehmen ja nicht vorbei, weil auch in den nächsten Monaten wird es das Thema Liquidität immer auf Platz 1 schaffen, der Themen, die Unternehmen beschäftigen. Carsten, darf ich da eine kurze Zwischenfrage noch stellen oder Nachfrage besser gesagt? Gerne. Beobachtet ihr beide denn, Dominik und Daniel, dass das parallel läuft, die Anfragen, dass also die Unternehmen sowohl mit ihrer Hausbank als auch parallel mit euch sprechen, oder sprechen die erst mit der Hausbank und wenn sie da nicht weiterkommen, dann kommen sie zu euch und öffnen sich sozusagen Mindset-mäßig für Private Debt und andere alternative Finanzierungsformen. Vielleicht ja sogar, und Stefan spekuliert ja sicher darauf, für einen Börsengang. Ich höre dich nicht. Ich war auf Mute. Da kann ich antworten. Das sind Diskussionen, die aktuell parallel tatsächlich stattfinden. Warum ist das so? Natürlich haben die Unternehmen ihre Hausbankbeziehung und gerade für KfW-Mittel ist ja nun auch die Hausbank die erste Wahl. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt oder auch die Zuhörer, dass wir natürlich und auch Aufs Money gerade in Dialog führen mit der KfW beziehungsweise mit dem Bundesfinanzministerium. Da gibt es ja auch Ideen oder Ansätze, Überlegungen, dass man den KfW-Kanal nun auch vielleicht öffnen könnte in Zukunft auch für Kreditplattformen. Aktuell gilt ja das Primat der Hausbank in diesem Bereich. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, die Unternehmen sind natürlich jetzt in der Situation, dass sie schnell Liquidität benötigen. Und da bemühen sie mehrere Kanäle. Also das ist, sage ich mal, auch aus unserer Sicht sehr, sehr, sehr richtig zu sagen, wir gehen auf die KfW-Mittel. Wir unterstützen das auch, dass unsere Kunden das machen. Wir sehen das überhaupt nicht als in irgendeiner Form Wettbewerb, sondern als ein wichtiges Stabilisierungselement für die kurze Frist. Die Frage ist tatsächlich, reichen diese Mittel und kommen die auch so wie gewünscht von der Politik an? Ja, ich denke, das ist die große Frage. Ich glaube, die Vermutung ist jetzt mal mit dem 100%-Produkt
dass das schneller aus der Tür kommen wird, einfach weil die Banken da tatsächlich nicht mehr so viel Grund haben, sich dann da noch in eine tiefe Prüfung zu begeben und vielleicht Dinge zu identifizieren, die ihnen nicht schmecken und dann sozusagen in diese typischen und bekannten Dialoge vorwärts, rückwärts zu gehen mit dem Kunden. Ich brauche noch das, ich brauche noch hier, ich brauche noch die Bestätigung, ich brauche noch die Planung nach vorne, wo ist dein WP-Stempel, sondern dass man tatsächlich hier jetzt in Modus operandi übergeht, die Dinge dann wirklich auch einfach abzuwickeln. Das ist ja auch im Sinne des Gesetzgebers gewünscht. Die Frage ist dann tatsächlich, kommen die anderen Mittel schnell genug, wo die Banken dann auch wieder mehr ins Risiko gehen müssen? Und ich glaube, da hat man eine Zurückhaltung jetzt gespürt, auch wieder bei den Kunden. Ich glaube, wir kommen aus einem schönen Wetterumfeld. Der Kreditzyklus war extrem kommod über die letzten 8, 9 Jahre. Wir haben gesehen, dass Banken extrem Risiko, also sage ich mal vom Pricing her, wahnsinnig aggressiv auch im Markt unterwegs waren und auch viel auch bereit waren, grundsätzlich Risiken einzugehen. Und das hat sich jetzt gerade kurzfristig von links nach rechts gedreht. Und das ist eine Situation, die hat man wahrscheinlich so zuletzt bei Lehman mal gesehen. Und das spüren die Unternehmen. Die spüren also jetzt, hoppla, da hat sich was geändert. Und deswegen ist natürlich die Bereitschaft, dann zu sagen, ich gucke mal, was es noch so im Markt gibt und was für Spieler sich da noch tummeln und wer vielleicht einen Baustein auch für mich strategisch liefern kann und setzen kann. Dazu, glaube ich, ist die Bereitschaft zunehmend höher jetzt. Und da ist sicherlich diese Krise jetzt auch eine Triebfeder. Ja. Also, das Dominik, ob ihr das ähnlich seht. Ja, genau, also. Vielleicht auch noch mit der Frage an euch beide, Dominik und Daniel, welche spezifischen Vorteile seht ihr denn eigentlich, was ihr gegenüber den Hausbanken habt? Zunächst nochmal auf die Eingangsfrage von Christian. Ich glaube, wir sehen das ähnlich, genauso wie Daniel das erwähnt hat. Bei uns gibt es auch viele Kunden, die parallel anfangen, gehen auf ihre Hausbank zu, kümmern sich um KfW-Mittel dort. Teilweise kommen die aber auch auf uns zu und fragen KfW-Mittel an, was auch funktioniert dann. Aber es gibt durchaus zwei Arten von Kunden, die bei uns parallel anfangen. Das eine sind diejenigen, die das einfach parallel machen, weil sie sagen, naja, KfW, das ist ein Instrument, um Liquidität zu schaffen. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, die Krise ist ja nicht nach 30 Tagen vorbei und ab dann geht es wieder in den Normalzustand über, sondern wir sollten schon davon ausgehen, dass wir den Rest von 2020 und im Zweifelsfall auch 2021 Auswirkungen davon spüren. Und es macht Sinn, sich frühzeitig um Liquidität zu kümmern und da einen Puffer zu haben. So, und da KfW eine Sache, aber es gibt andere Instrumente, die hier funktionieren können. Das können Private Debt Darlehen sein, wie Credit Shelf das anbietet. Es können Leasing oder Factoring Linien sein oder es können Leasing Konstruktionen sein. Es können Einkaufslinien sein, um dann nachher wieder ins Geschäft reinzustarten. Was da unsere Vorteile sind, Carsten, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, also ich will nicht für Daniel antworten, aber ich sehe das ja aus der Warte eines Anbieters, der dann auf Finanzierungspartner zugeht. Im Zweifelsfall sind das stabile Anbieter, die jetzt gerade in der Krise auch attraktive Angebote machen und damit natürlich eine Finanzierung sicherstellen und im Zweifelsfall stabiler auch von der Risikoeinschätzung sind, als das vielleicht im Moment bei Banken der Fall ist. So, und was unser Vorteil natürlich, sage ich mal, als Vergleicher oder Makler ist, da es schwieriger ist, die richtige Finanzierung zu finden, haben wir natürlich einen Marktüberblick und können sagen, naja, also lass mal das oder jenes versuchen oder wir wissen, der hat gerade Lust auf eine Finanzierung in dem Bereich. Damit wird das halt einfach zielgenauer, ne? Ja, ich würde daran anschließen und vielleicht auch nochmal auf den kleinen Unterschied im Geschäftsmodell von Aux Money und Credit Shelf hinweisen. Also Dominik, ihr seid ja im Wesentlichen, was jetzt den Firmenkundenbereich betrifft, seid ihr im Grunde aktuell eher ein Vermittler als ein eigener Produktanbieter, während ja. Credit Shelf tatsächlich eher ein eigener Produktanbieter ist, also ein Finanzierer im eigentlichen Sinne.
Insofern ist bei Aux Money vermutlich das Element zielgerichtete sozusagen Leitung in einen passenden Kanal steht da im Vordergrund, auch mit Hilfe natürlich Technologie. Und bei uns ist es tatsächlich dann einfach das also die Ermöglichung der Finanzierung, auch mit Unterstützung natürlich von Technologie, insbesondere in der Risikoanalyse. Ich glaube, was einer der wesentlichen Vorteile ist jetzt für Kunden, die zu uns kommen, die kriegen natürlich keine Beratung von uns, aber sie kriegen ein schnelles Feedback. Also sprich, sie kriegen innerhalb von kürzester Zeit ein Feedback, ob sie finanzierungsfähig sind und auch Konditionen. Und ich glaube, das ist hilfreich. Wir hören häufig im Markt, dass man in den Bankengesprächen, die können sich durchaus auch mal ein Weilchen hinziehen, bis man da tatsächlich weiß, woran man nun ist. Ja, und das ist eben, bei uns geht dieser Prozess deutlich schneller. Natürlich muss der Kunde uns dafür auch befähigen. Wir brauchen dafür gewisse Unterlagen, auch vom Kunden, um eine Analyse machen zu können. Aber das ist was man einfach aus dem Accounting-Software oder aus dem Accounting-Tool rausziehen kann, also Dativ als Beispiel. Und dann sind wir eben in kurzer Zeit handlungsfähig. Und der zweite Punkt als Vorteil, also nicht nur die Bequemlichkeit und die Geschwindigkeit im Anfrageprozess und im Feedback, sondern dann, sage ich mal, hinten raus strategisch, wenn die Finanzierung zustande kommt, ist natürlich, dass wir dinglich unbesichert finanzieren, also im Gegensatz typischerweise zu den Hausbanken, die einen starken Wert legen auf physische Sicherheiten. Wir einfach sagen, wir machen den unbesicherten Teil der Finanzierung und so eben ein neues Element oder ein zusätzliches Element einfach auf der Passivseite da ist, was keine Sicherheiten konsumiert und insofern Flexibilität auch wieder gibt für die Unternehmen. Und ich denke, so ist es einfach ein Element im Finanzierungsmix, der bequem daherkommt und einfach Sinn macht im Sinne einer Verbreiterung. Gut, wenn Christian nicht nur meine, Entschuldigung, ganz kurz, wenn Christian nicht nur meine geheimsten Wünsche kennt, sondern die jetzt auch noch öffentlich preisgibt, möchte ich ganz kurz natürlich auch zu der IPO-Situation was sagen. Natürlich. Genau, da wollte auch meine Frage hingehen, weil ich denke auch, das ist ja unser oder aus Eigenkapitalinvestorenbasis sind ja die Zeiten nach den Krisen die besten Investitionsjahre. Und genau da wollte ich dich auch konkret, wenn du über IPO sprichst, die Frage sehen, siehst du die jetzt aktuell wieder verstopft wie nach Lehman, den IPO-Kanal oder Kapitalmärkte oder sagst du, die guten Unternehmen kommen in dieser Krise immer noch durch? Grundsätzlich bleibt dazu zu sagen, du hast absolut recht, nach jeder Krise gibt es auch wieder einen Aufstieg und da ist natürlich die Situation, dass Investoren sich da sehr genau anschauen, wo sie rein investieren. Da gibt es natürlich klar die etablierten Unternehmen, daran kann man ja erstmal festmachen, wie sieht es aus mit dem Aufstieg, wie etabliert ist er. Und dann gibt es natürlich auch das Cherry-Picking, welche Unternehmen in einer solchen Krise besonders Vorteile hatten und gehen da sozusagen gestärkt raus. Wenn ich mir zum Beispiel den Fintech-Bereich so ansehe, muss ich von mir persönlich aus sagen, ich glaube, Fintechs sind durchaus welche, die einen positiven Effekt innerhalb der Krise haben, bedingt dadurch durch eine Mentalitätsänderung bei den Menschen einfach. Die Menschen hatten begründet durch Quarantäne etc. jedenfalls Einschränkungen ihrer Bewegungsmöglichkeit, eben nicht mehr die Möglichkeit, wie sonst einfach mal gerade zur Bank zu gehen und so weiter. Man hat sich mehr und mehr im Bereich Online, im Bereich digitale Welt aufgehalten. Und man sagt ja den Deutschen nach, sie sind da sehr, sehr konservativ, was Geldgeschäfte angeht. Vielleicht hat das aber auch hier dazu geführt, dass man dem Online-Kanal oder der digitalen Welt der Geldgeschäfte da etwas mehr entgegenbringt. Die nächste Situation, die ich hierbei sehe, ist, dass zum Beispiel, es ist bekannt, dass wir einen stark regulierten Markt haben. Die deutschen Banken sind da eher konservativ, eher zurückhaltend und überlassen bestimmte Nischenbereiche eher dann und riskantere Position dann eher den neuen jungen Unternehmen, sodass wir da auch noch eine Möglichkeit haben, in dieser Nische stark zu werden. Und was auf der einen Seite der Nachteil ist der Regulierung, kann auf der anderen Seite aber auch ein Vorteil sein.
weil Investoren wissen sehr genau, dass aufgrund der starken Regulierung sie auf ein relativ stabiles Umfeld treffen. Und das ist eigentlich dann auch gut kalkulierbar. Also ich gehe davon aus, dass insbesondere in bestimmten Branchen auch Potenzial aus der Krise jetzt geschaffen wurde. Und dieses Potenzial wird sich definitiv für Investoren auch als Potenzial erweisen und diese vielleicht da reinziehen. Für welche Branchen meinst du? Ich meine da zum Beispiel Fintech, ich meine E-Commerce etc. Alles das, wo wir im Endeffekt verstärkt in die digitale, auf die digitale Welt jetzt zurückgegriffen haben und die Leute einfach sehen, es funktioniert. Einen anderen Bereich möchte ich gerade noch bringen, das war jetzt sozusagen der Bereich in den im vorbörslichen Startup-Bereich. Eine andere Sache ist jetzt, wenn wir jetzt auf die KMUs schauen, die vielleicht nicht in diesen digitalen Bereichen aktiv sind, sondern die eher im etablierten Bereich unterwegs sind. Auch die kann natürlich ein IPO in einer solch aufsteigenden Phase eine Möglichkeit geben, an Investoren ranzukommen. Ich will gar nicht sagen, wie im Augenblick derzeit das IPO Umfeld ist. Es gibt ja nicht viel her, das aber auch weltweit und ist auch verständlich. Welcher Investor soll in einer solch unsicheren Phase in ein Unternehmen investieren, was sich nicht, noch nicht am Markt etabliert hat, was also ein Neuling ist? Das ist völlig klar, dass da Ressentiments bestehen. Nichtsdestotrotz ist zu sagen, eine gute Vorbereitung, um auf einen Zug, der wieder anfängt zu fahren, aufzuspringen, ist natürlich auch wichtig. Und ein Börsengang, das darf man auch nicht verhehlen, der ist mit Aufwänden verbunden. Und diese Aufwände kann man jetzt vielleicht in der derzeitigen Phase sich mal anschauen. Vielleicht kann man auch mal in seinem Reporting in diesem Bereich schon aufbauen, denn das Reporting für einen Börsengang oder auch für das Leben als ein notiertes Unternehmen ist ja nicht nur in diesem Bereich relevant. Ein gesundes Reporting verhilft dem Unternehmen, insbesondere dem Management, ja auch zeitgleich auf irgendwelche solche Situationen, wie wir sie derzeit haben, zu reagieren und genau zu verfolgen, wie mögliche Entscheidungen, mögliche Instrumente wirken. Das ist alles auch etwas, was man später braucht, um sich vorzubereiten oder auch an der Börse notiert zu sein. Also vielleicht wäre das jetzt auch eine Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit, Kapital über den Kapitalmarkt aufzunehmen, ins Auge gefasst hat, jetzt mal zu überlegen, ob man da vorbereiten muss, was man benötigt, was man vorziehen kann, etc., um dann schnell in einer Aufstiegsphase gerüstet zu sein. Das hört sich gut an. Ich habe jetzt gesehen, liebe Teilnehmer, vielen Dank. Sie haben schon Fragen gestellt, zahlreich. Nochmal an diejenigen, für die sich jetzt noch Fragen ergeben haben. Unten rechts oder je nachdem, wo das bei euch ist, das Control Panel, müsstet ihr die Möglichkeit zum Fragen stellen gesehen haben. Mir sind jetzt die ersten schon zugestellt worden und ich würde dann in die Fragerunde eingehen, außer jemand möchte noch jetzt schnell was loswerden vorher. So, wie der Notar bei der Hauptversammlung, ich sehe, das ist nicht der Fall. Nee, der Versammlungsleiter, sorry. Genau, die erste Frage ganz knackig an dich, Daniel. Dr. Bartsch, Sie können heute aber noch keinen KfW-Antrag stellen, korrekt. Ich gehe davon aus, dass man nicht Credit Shelf selbst meint, sondern für die Kunden von Credit Shelf. Ja, das ist richtig. Also Credit Shelf könnte selber einstellen, wenn wir es wollten, über unsere Hausbank. Unsere Kunden können aktuell noch keinen Antrag stellen an die KfW über uns. Der Grund ist, weil wir nicht als Plattform akkreditiert sind. Es braucht eine bei der KfW akkreditierte Hausbank. Und wie ich vorher gesagt hatte, wir sind in Gesprächen momentan mit dem BMF und auch mit Vertretern der KfW. Es gibt da politische Überlegungen zu dem Thema, dass man das zukünftig auch auf Plattformen ausweitet, aber Stand heute ist das noch nicht der Fall. Wir haben vielleicht das noch als letzte Ergänzung. Wir haben Kunden auf unserer Homepage die Möglichkeit gegeben, zu prüfen, ob sie qualifizieren für die verschiedenen KfW-Fördermittel. Und da kann der Kunde sich gewissermaßen durchhangeln. Das ist ein relativ einfacher Leitfaden mit Fragen und Eingabemöglichkeiten und am Ende kriegt der Kunde da eine Einschätzung von unserer Seite, ob er qualifiziert oder nicht. Okay,
Ist das bei euch ähnlich, Dominik? Bei uns ist es ähnlich. Auch wir können nicht direkt bei der KfW anfragen. Was wir aber tun können, ist natürlich in Zusammenarbeit mit unseren Finanzierungspartnern, und da sind natürlich auch klassische Hausbanken mit dabei, dass wir da für den Kunden schon mal vorprüfen, macht hier eine KfW-Finanzierung Sinn, und treffen auch die Kriterien zu. Und das dann zusammen mit einem Finanzierungspartner an die KfW zu geben. Genau. Zu den Kriterien gab es auch noch eine Frage aus dem Publikum. Danke dafür. Ist jetzt nicht spezifisch an jemanden gestellt, sondern jemand von euch darf sich die Frage rauspicken. Muss im Rahmen der Beschaffung der neuen Mittel nicht auch eine neue strategische Ausrichtung als wichtige Voraussetzung gestellt werden? Also ich würde den Ball mal aufnehmen. Ja, wir sind natürlich gerade in einem besonderen Umfeld, das ist völlig richtig. Aber ich glaube, was man hier auch jetzt sicherlich sagen muss, ist, diese Krise, die uns jetzt heimsucht momentan, die ist ja ein exogener Schock. Also ich glaube nicht, dass man jetzt den Unternehmen den Vorwurf machen kann, dass sie hier über Managementfehler in was reingeraten sind, sondern in den überwiegenden Fällen, die wir beobachten, ist es ja wirklich so, dass einfach die schlicht und ergreifend das Ausmaß der Krise und die Heftigkeit, mit der die jetzt eben gekommen ist, und auch der Lockdown, der ja bei uns vergleichsweise noch soft ist, verglichen mit anderen Ländern in Europa und auch weltweit, hat dazu geführt, dass zum einen Lieferketten in der früheren Phase schon beeinträchtigt wurden, wenn man an den asiatischen oder insbesondere an China denkt, und zum anderen aber jetzt eben auch auf den Absatzmärkten es zu Disruptionen kommt. Und ich glaube, das ist nichts, was man per se den Unternehmen anlasten kann. Aber natürlich ist es so, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, wie entwickeln sich jetzt gewisse Unternehmen, dann gibt es natürlich auch in so einer Krise relative Gewinner und Verlierer. Und das wird auch zu berücksichtigen sein. Das sind sicherlich auch Themen, die wir selber in unserer Analyse versuchen zu berücksichtigen und einzuwerten. Und da denke ich nun einfach mal an, auch die Frage, ist man tatsächlich eben in einem Online-Geschäftsmodell unterwegs, ist man vielleicht eher stationär, offline unterwegs, dann trifft einen natürlich so eine Krise, wie die aktuell zu beobachten ist oder war, natürlich etwas stärker. Und ich denke, da ist die Frage, das muss sich jedes Unternehmen auch für sich beantworten, wie konfiguriere ich meine Wertschöpfungskette nach vorne gerichtet, auch im Zuliefererbereich? Wie stark setze ich da auf vielleicht auch wieder Elemente, die etwas mehr in-house sind oder vielleicht etwas näher sind in meiner eigenen Kontrolle? Oder muss ich da tatsächlich bis auf das letzte Detail eben die Wertschöpfungsketten und Zulieferketten eben wirklich auch global ausgestalten, mit entsprechenden Risiken, die dann schlagend werden können in solchen Situationen. Und das Gleiche betrifft die Absatzmärkte und auch die Überlegung, wie sind die Kanäle in diese Absatzmärkte rein. Ich denke, so Krisen wie jetzt bieten immer die Chance zum Reflektieren, aber natürlich muss man jetzt auch erstmal durchkommen. Und das ist, glaube ich, das, was wir bei unseren Kunden merken. Jetzt momentan ist der Anspannungsgrad hoch. Es wird jetzt nicht zu sehr strategisch nachgedacht, sondern eher kurzfristig. Wie komme ich jetzt durch diese Krise durch? Und ich glaube, im selben Zuge oder ich sag mal dann, wenn die Luft wieder etwas angenehmer ist, dann muss man sich wahrscheinlich auch die strategischen Fragen stellen. Ja. Wobei wir das auch, Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz nur ergänzen darf, wenn wir mit Mittelständlern sprechen, hören wir auch tatsächlich häufig genau das, dass zum einen ihnen wirklich jetzt die Existenzangst sozusagen in den Augen steht, zum anderen aber auch die Krise, wie Daniel eben schon angedeutet hat und ja auch Stefan schon angedeutet hatte, letztlich als eine Art Katalysator wirkt, sich mal mit Themen zu beschäftigen, die bisher eher so subkutan liefen, mit denen man sich auch nicht beschäftigen musste, weil es eigentlich gar keinen Bedarf gab, weil es auch so funktioniert hat, dass das Geschäft. Es geht aber, glaube ich, tatsächlich im Moment nicht so weit, dass die grundsätzlich alles strategisch ihr Geschäftsmodell in Frage stellen sollen. Sie wollen überleben zum einen und sie gehen jetzt die Themen an, die sie bisher so ein bisschen aus Kommodheit vielleicht auch eher mal auf einen Tag, wenn ich operativ nicht so viel zu tun habe, sozusagen den St. Nimmerleins-Tag, den vermuteten, verschoben haben.
Genau, wie hat Warren Buffett das so schön ausgedrückt? In der Krise zeigt sich oder bei Ebbe sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist. Dann habe ich noch eine Frage, die passt eher bei uns aus den Equity-Gebern rein, Stefan. Wer ist aktuell ein guter bzw. flexibler Partner aus dem Kreis oder Netzwerk zur Übernahme eines Unternehmens im Rahmen der Nachfolgeregelung? Klar, jetzt ist natürlich bei Dominik und Daniel finanzieren vielleicht auch solche Übernahmen, aber der primäre Ansprechpartner verstehe ich dann eher im Kauf eines Unternehmens, Nachfolgeregelung, das heißt, tatsächlich, glaube Stefan, du kannst vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ob ihr über deutsche Börse Venture Network auch sowas anbietet. Wir bei Finon Capital, ja, wir bieten auch Nachfolgeregelung an, aber natürlich auf den Bezug Financial Services. Dennoch, wer da im Nachgang gerade was Aktuelles hat, wir vermitteln natürlich auch oder kennen natürlich andere GPs und deren Präferenzen. Möchte ich aber jetzt in der Runde nicht zu stark drauf eingehen, aber einfach dann im privaten Chat mich danach anpingen. Aber Stefan, genau, was bietet ihr im Rahmen Nachfolgeregelung bei der Deutschen Börse an? Also zum einen für die Deutsche Börse selber Nachfolgeregelung kann und will ich nicht zu sagen. Das Unternehmen ist da, glaube ich, auch nicht unbedingt im Zielpunkt der Frage. Nee, was ihr auch anbietet für eure Kunden, nicht. Ja, ist klar. Ist klar. ja, das ist jetzt ein ganz spezieller Punkt. Da kann ich nur sagen, ja klar, ein Börsengang ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man eine Nachfolgeregelung abhandeln kann. Wird ja auch als Grund, insbesondere bei Familienunternehmen, durchaus angeführt. Zu speziellen Beratungsleistungen jetzt in diesem Bereich kann ich eigentlich nur auf das Capital Market Partner Netzwerk verweisen, die aber in dem Fall mehr im Bereich steuerlich, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung aktiv sind. Investoren, die sich auf so eine Aktivität spezialisiert haben, haben wir jetzt nicht gesondert fokussiert und wüsste aber auch nicht, wo ich da irgendwie ein Netzwerk finden könnte. Also wie gesagt, nochmal das Angebot, einfach mich privat anpingen oder auf LinkedIn. Das würde ich jetzt hier in der Runde nicht weiter vertiefen. Was wir jetzt noch bekommen haben, das ist natürlich eine Frage zur aktuellen Corona-Krise. Und zwar, denken Herr Bartsch und Herr Böhmer, dass sich Ihr Geschäftsmodell bzw. Ihre Produkte und das der Hausbanken zum Ende nach der Corona-Krise ändern muss? Wenn ja, wie? Dominik, vielleicht fängst du an. Du hattest ja. Ja. Also, ich sehe eigentlich keine Veränderung des Geschäftsmodells, wenn die Krise sich zu Ende neigt, sondern eigentlich eine Bestätigung und Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Ich glaube, dass die Krise viele Unternehmen schon im Moment dazu führt, dass sie über alternative Finanzierungswege und Möglichkeiten nachdenken und eben nicht nur den Weg zur Hausbank wählen, sondern ich glaube, dass viele Unternehmen durch die Krise, ich meine, wir machen im Moment alles online, Homeoffice etc. Wir versuchen alle Prozesse online hinzukriegen. Deswegen steigt auch die Online-Affinität. Deswegen glaube ich, dass da auch der Fokus von Unternehmen auf Finanzierung über Online-Anbieter steigen wird. Und für uns heißt das, dass wir noch stärker auf digitale Prozessketten setzen werden. Das heißt, dass wir das Erlebnis für den Kunden noch digitaler machen werden. Wir sind heute schon komplett digital, aber sind natürlich auch auf unsere Finanzierungspartner hinten dran angewiesen. Und ich glaube, das wird sicherlich nochmal ein Schub jetzt für die nächsten Monate und auch für die Zeit nach der Corona-Krise geben. Eine Veränderung im Sinne von, das funktioniert so nicht. Eher im Gegenteil, ich würde sagen, das ist eher eine Bestätigung des Geschäftsmodells.
Ja. Ja, ich würde mich dem anschließen und sagen, ich glaube, die Banken merken natürlich jetzt in der Phase wie jetzt, was es bedeutet, unter erschwerten äußeren Umständen, also sprich Filialen sind ja teilweise auch geschlossen, dann eben mit Prozessen, die häufig noch sehr analog sind, auch entsprechende Volumina, wie sie jetzt im Markt auftreten, abarbeiten zu müssen. Ich glaube, das ist ein großes Learning, was für die da entsteht, dass sie eben auch stärker merken, in digitale Kanäle zu investieren und auch nicht nur, sage ich mal, der Kanal vom Kunden zur Bank, also sprich das Frontend, sondern tatsächlich auch das Backend, die Prozessierung. Inklusive Analyse, und das ist ja nun was wir bei CreditShelf uns schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben haben, wo wir natürlich auch versuchen werden, uns weiterzuentwickeln und zu verbessern. Aber ich glaube schon, dass da auch ein interessanter Ansatzpunkt für zukünftige Zusammenarbeiten zum Beispiel da ist, nämlich dass vielleicht Banken auch mal überlegen, Elemente, die bei Fintechs funktionieren, dann vielleicht auch stärker wiederum selbst zu nutzen. Und da spüren wir schon Anfragen und auch Interesse seitens traditioneller Banken. Und ich denke, das ist ein Feld, was man zukünftig vielleicht auch noch stärker sehen wird. In Anbetracht der Zeit, liebe Teilnehmer, wenn ihr noch Fragen habt, jetzt die letzten Fragen. Ich habe noch eine gerade gesehen, die geht auch wieder an Daniel. CreditShelf, ihr habt heute eure neuen Meilensteine erreicht mit dem IF. Meint ihr, dass euch der IPO dabei geholfen hat? Ja, also der IPO, Herr Stefan Höfer nickt schon ganz fleißig. Der IPO war für uns natürlich auch ein großer Meilenstein vor knapp 2 Jahren, den zu machen und auch zu schaffen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es war ja eine Motivation, also jenseits Geld einzusammeln, war ja auch eine Motivation, insbesondere ein Transparenz- und auch Vertrauenssignal nach draußen zu senden, nämlich in Richtung institutionelle Partner. Und der EIF ist nun schon, würde ich jetzt mal sagen, der Goldstandard, ja, wenn es darum geht, einen strategischen Partner zu gewinnen. Diese Due Diligence hat knapp 3 Jahre gedauert. Und die Tatsache, dass wir dann ab einer gewissen Phase börsennotiert waren und das eben auch im Prime-Standard mit entsprechenden Transparenzpflichten und auch Rhythmen, hat sicherlich geholfen in dem ganzen Prozess. Das hat uns der EIF auch bestätigt, dass es einfach, alle Informationen sind dann einfach sozusagen schubladenbereit, auch sehr aktualisiert, jederzeit verfügbar. Und es hilft natürlich einem großen, ich sag mal eher konservativen, supranationalen Investor, der mit politischem Mandat ausgestattet ist und letztlich Gelder der öffentlichen Hand bewegt, hilft es natürlich dann auch, so ein Signal wahrzunehmen und zu sehen, auf der anderen Seite habe ich eben nicht in Anführungsstrichen ein kleines Start-up aus der Garage, sondern eine börsennotierte Gesellschaft, wenngleich auch noch natürlich jung, aber schon natürlich mit gewissen Strukturen und auch einem professionellen Setup. Ja, ich denke also schon, um die Frage zu beantworten, das hat sicherlich geholfen. Sehr schön, sehr schön. So, in Anbetracht der Zeit kommen wir jetzt zum Wrap-up und würde dann gerne eine zukunftsgerichtete Frage stellen, wo ihr den Markt seht, aber mit einer möglichst konkreten Frage. Und zwar, glaubt ihr, dass es in eher 5 oder in eher 10 Jahren oder vielleicht gar nicht möglich sein wird, dass der Unternehmer heute auf seinem Mobile über Swipen kurzes Abfotografieren eine neue Kundenbeziehung, einen neuen Firmenkundenkredit erhalten kann bei eurer bei der Hausbank oder bei euch? Da könnt ihr ja gleich drauf eingehen. Aber seht ihr das als Stand der Digitalisierung möglich? Oder vielleicht mal ein bisschen unabhängiger, Christian, wie ist deine Wahrnehmung da auf den Markt? Also ich glaube, da hängt es tatsächlich davon ab, in welchem Zeithorizont du das ansetzt. 5 bis 10 Jahre könnte ich mir schon vorstellen. Da wären Daniel, Dominik und Stefan gefordert, entsprechend die Technik zu entwickeln und bereitzustellen mit Hilfe von Fintechs und anderen. Ich glaube, was tatsächlich aber diese Entwicklung in die Richtung, ob es dann tatsächlich mit Swipen, und dann hängt ja auch immer davon ab, wie viel Kohle will er denn haben,
funktioniert, lasse ich nochmal dahingestellt. Aber ich glaube, was tatsächlich auch diese Entwicklung beschleunigen wird, ist der Generationswechsel. Wir hatten ja eben schon häufiger auch über Nachfolge-Thematik gesprochen. Und das ist ja ein großes Thema für den deutschen Mittelstand, dass die Gründergeneration oder die zweite Generation nach den Gründern inzwischen jetzt auch mit Ende 80 feststellt, irgendwie endet das Leben doch wahrscheinlich kurz vorm dreistelligen Lebensjahren und das also weitergibt an die Nachfolgegeneration oder irgendeine andere Lösung entwickelt. Und ich glaube, dass die jüngeren Generationen deutlich affiner sind für solche, letztlich sind es ja Convenience quasi Produkte, auch in dem Finanzierungsbereich. Daher lange Antwort auf eine kurze Frage, ja. Ich möchte meine Antwort nicht auf die Kreditvergabe ausgerichtet wissen, sondern auf wirklich das Investieren in ein Unternehmen anhand von Anteilen, sprich in dem Fall Aktien. Und ich würde sagen, nie. Aus dem einfachen Grund, ich glaube weiterhin, dass dieser Bereich der Börsennotierung, dieser Bereich der Aktien- oder Anteilsvergabe an Investoren weiterhin ein People-Business wird. Und da möchte der Finanzinvestor dem Management in die Augen schauen, und zwar tief. Und das geht nicht digital. Okay, sehr guter Punkt. Ja, ich würde das vergleichen mit der Entwicklung, wie wir sie im Privatkundenmarkt gesehen haben. Wenn wir jetzt auf den Kreditmarkt gucken, vor 20 Jahren oder 25 Jahren war es noch nicht vorstellbar, dass ein klassischer Ratenkredit oder eine Baufinanzierung online abgewickelt werden. Wenn man sich das heute anguckt, ein Ratenkredit im privaten Bereich kann man per Swipe relativ gut abschließen. Eine Baufinanzierung nicht direkt, da wird man auch immer noch eine Beratung haben. Man kann sie komplett online abschließen, aber das wird nicht nur durch einen Wisch funktionieren, sondern das braucht schon ein bisschen länger. Ich würde das ähnlich sehen im gewerblichen Bereich. Wir sehen heute schon Angebote, die komplett digital durchlaufen, wo Unterlagen elektronisch eingereicht werden und elektronisch ausgewertet werden können. Und dann eben auch schnell abgeschlossen werden können mit digitaler Unterschrift, ohne Papiervertrag und so weiter. Das gibt's heute schon. Ich glaube, dass das sich weiter ausbauen wird und dass es da weitere Angebote geben wird. Das wird aber ein Angebot sein für, sage ich mal, kleinere Beträge und klassische Finanzierungsanlässe. Was aus meiner Sicht nicht funktionieren wird, ist eine Übernahmefinanzierung im Bereich 5 oder 10 Millionen per Swipe nachher abzuschließen. Das wird nicht funktionieren. Und auch eine größere Investitionsfinanzierung. Ich glaube, da wird man immer noch die Brainpower des Beraters brauchen, um zu überlegen, was macht hier wirklich am meisten Sinn. Aber sage ich mal, der Grad der Convenience wird steigen. Wir werden immer größere Finanzierungen im kleinteiligen Bereich auch sehr schnell online abwickeln. Okay. Ja, würde ich mich anschließen. Ich glaube, man sollte Technologie überhaupt nicht unterschätzen. Ich glaube, wir haben das in anderen Bereichen gesehen. Wenn man jetzt auch nochmal sieht, das Thema Baufinanzierung, wenn man guckt, wenn man das vergleicht heute, wo sind wir mit digitaler KMU-Finanzierung? Ich meine, das gibt es ungefähr seit 5 Jahren jetzt in Deutschland. Wenn man mal vergleicht, wie schnell der Markt sich hier entwickelt hat, wir sind mittlerweile bei knapp 2% des Finanzierungsvolumens angelangt. Wenn man das mal vergleicht mit dem Baufi-Produkt, auch nach vergleichbar 5 Jahren, ist natürlich heute schon länger am Markt, wächst die KMU-Finanzierung schneller in digitalen Kanälen. Und wir gehen davon aus, dass die aktuelle Situation da sicherlich, wie ich es vorher gesagt habe, auch nochmal deutlich dazu beiträgt. Und technisch ist es eigentlich, es kommt ein bisschen auf Segment an, auf die Komplexität der Anfrage, aber für eine klassische Betriebsmittelfinanzierung, ich sag mal, plain vanilla und ein einfaches Geschäftsmodell und eine einfache Unternehmensstruktur ist es nichts, was nicht heute sogar schon möglich ist. Sehr schön. Gut, dann danke ich an dieser Stelle ganz herzlich den Teilnehmern fürs Einwählen und den Panelisten für die spannenden Beiträge. Es gab jetzt noch ein paar Fragen, die jetzt gerade noch reingelaufen sind, die wir nicht beantworten können, aber das wird natürlich von der Moderation oder von unseren Helfern nochmal entsprechend aufbereitet, zugestellt.
Und genau, mir wird gerade gesagt, bitte alle sollen noch mal kurz drin bleiben. Genau. Wir stehen natürlich auch auf LinkedIn oder ähnlich für Kontakte noch im Nachgang zur Verfügung, wer spezifisch Fragen hat. Und dann genau, vielen, vielen Dank nochmal und Teilnehmer. Noch einen Vielen schönen, Dank. schönen, schönen Rest Donnerstag. Bleiben Sie gesund.